Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas, Jonas Mehmund von Peak DeFi. Und heute stelle ich dir die Peak DeFi-Plattform vor. Ich teste mal ganz kurz, ob das mit dem Live alles funktioniert hat, ob du das auch so sehen kannst, wie du es sehen solltest. Und wenn das alles klappt, dann können wir sofort loslegen. So, einen Moment. So, das sieht super aus. Na dann würde ich sagen, herzlich willkommen und wir legen los. Wie gerade eben gesagt, mein Name ist Jonas Mehmuth. Ich bin der Chief Communications Officer von MarketPeak und auch von Peak DeFi. Und heute möchte ich dir die Peak DeFi-Plattform vorstellen, erklären, zeigen. So ein bisschen mal die Einführung in den Peak DeFi-Fonds, aber auch in das Peak DeFi-Staking. Einfach nochmal so ein bisschen die Grundkenntnisse auffrischen und damit du auch mal so einen kleinen Überblick hast, was das alles ist und was du auch damit anfangen kannst. Also, wir haben uns eine kleine Präsentation überlegt und die werde ich mal direkt aufrufen und dann sehe ich schon, hallo Ingrid, hallo Sladen, hallo Angelika und hallo Strange Thing und hallo Adrian, schön, dass ihr dabei seid. Und ich ziehe mal kurz die Präsentation rüber, einen Moment und teile den Bildschirm. So. Ihr müsstet jetzt die Präsentation sehen. Was ist Peak DeFi? Peak DeFi ist ein performancebasierter, dezentralisierter Fonds auf einer Blockchain programmiert, der durch die Community gefördert, ein bisschen auch gesteuert, aber auch vom Feedback einfach weiterentwickelt wird. Das ist es so im Grunde genommen, sage ich mal. Das ist ein bisschen technisch und was es genau ist, darauf kommen wir gleich drauf zurück. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich schnell weiterkomme. So, der Peak DeFi-Fonds. Der Peak DeFi-Fonds ist das Kernstück der Peak DeFi-Plattform. Peak, weil wir mit dem Peak-Token zusammenarbeiten und DeFi, das steht für Decentralized Finance, also für dezentrale Finanzen. Sprich, das Ganze ist eine dezentrale Anwendung, eine dezentrale Programmierung, die im Peak-Ökosystem ihren Platz gefunden hat. Der Peak DeFi-Fonds ist eine Art Hedgefonds, kann man sagen, wo Gelder oder Assets gemanagt werden. Und die werden wiederum gemanagt von den Investoren, aber auch von den Fondsmanagern. Und das Ganze wurde auf der Ethereum-Blockchain programmiert in einem sogenannten Smart Contract. Ein Smart Contract sind intelligente Verträge. Das ist, wenn Kondition A erfüllt wird, wird Kondition B ausgeführt. So kann man sich das im Groben vorstellen. Und das ist genau technisch festgelegt, wie was funktioniert. Und im Grunde genommen soll das den Investoren eine Möglichkeit bieten, dass man investieren kann auf eine sichere Art, ohne einen Mittelsmann und dass Trader wiederum auf Gelder zugreifen können, mehr oder weniger, darauf komme ich gleich noch zurück, ohne einen Mittelsmann. Und da haben wir überlegt, wie könnte man den klassischen Anlagefonds, den man bei der Bank findet, auf die Blockchain bringen? Weil, wie ist das, wenn du heutzutage Geld anlegen möchtest? Dann gehst du zu deiner Bank und sagst, entweder du möchtest dir Aktien kaufen. Das kannst du machen auch selber, indem du dir zum Beispiel Kryptowährungen kaufst. Kryptowährungen sind ja auch wie Aktien, kann man sagen. Man kauft sich eine Kryptowährung, hält sie, verkauft sie. Ist genau das gleiche wie Aktien, nur sehr viel volatiler. Und wir haben uns überlegt, wenn man aber zur Bank geht, dann macht man ja auch einen Sparplan, einen Bausparvertrag oder auch generell in einen Fonds investieren, in einen Index, in einen ETF. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Anlagekategorien, wie man bei der Bank Geld anlegen kann. Und wir haben uns überlegt, wie kann man so ein System auf eine Blockchain bringen? Und dann haben wir uns das genau überlegt, wie das genau funktionieren kann, haben ein paar Programmierer angeheuert, die gefragt, wie die es umsetzen können. Und dann sind wir auf diese Idee gekommen, die wir jetzt programmiert haben. Das wurde dann im Dezember live auf der Blockchain veröffentlicht. Da wurde der Smart Contract von Peak DeFi hochgeladen. Und seitdem existiert dieser Fonds in Form eines Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain. Ethereum, zweitgrößte Kryptowährung im Krypto-Universum. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass man sich als Investor direkt mit dem Fonds verbinden soll und als Fundmanager auch direkt mit dem Fonds verbinden soll, mit dem Smart Contract, um dann sein Geld anzulegen und das hoffentlich zu vermehren. Und jetzt siehst du ja hier, unser USP, der Unique Selling Point, ist, dass es ein performancebasierter DeFi-Fund ist, weil performancebasiert, man muss natürlich auch ein paar Sicherheiten einstellen, ein paar Sicherheiten einfügen, um sicherzustellen, dass das Ganze auch sicher ist, dass es auch funktioniert, dass da niemand mit dem Geld abhauen kann, dass wenn einer schlecht tradet, ein Trader, dass man den rauswirft, da muss es ja gewisse Sicherheiten geben, weil als Kunde oder als Investor möchtest du dein Geld ja nicht anlegen, wo du am Ende gar nicht weißt, ist das denn überhaupt eine sichere Sache? Denn du möchtest dein Geld ja mit einem ruhigen Gewissen anlegen
und in der Hoffnung, dass es sich vermehrt und nicht, dass du am Ende dann auf irgendetwas hereinfällst, was vielleicht gar nicht so sicher ist. Und wir haben uns überlegt, dass wir den ganzen Fonds auf USDC aufsetzen. Das siehst du hier. Und USDC ist ein Stablecoin, eine sogenannte Kryptowährung, welche immer den Wert von einem Dollar hat. Ein USDC ist immer ein Dollar wert. Und der Investor kann sich mit seiner Wallet verbinden, kann über eine dezentrale Exchange, eine DEX, seine verschiedenen Kryptowährungen, die er hat, in USDC umwandeln und diese USDC dann wiederum in den Fonds investieren, sogenannte Fondsanteile kaufen. Und der Manager wiederum kann sich auch mit seiner Wallet-Adresse direkt mit dem Fonds verbinden, mit dem Smart Contract, mit der Plattform. Der muss dann eine gewisse Anzahl an Peak-Token staken und sich Reputation-Token kaufen. Reputation-Token sind sowas wie Ruf-Token. Die gibt es nicht irgendwie bei CoinMarketCap, die kannst du auch nicht verkaufen irgendwo auf der Börse. Reputation-Token werden von unserem Fonds ausgegeben, landen auf der Wallet von dem Trader. Und das Einzige, was er damit machen kann, ist, er kann diese einsetzen, wie Pokerchips, um am Ende einen Trade zu setzen. Das zeige ich aber gleich noch. Und so haben wir ein System geschaffen, wo es einen Smart Contract gibt, wo sich die Investoren, aber auch die Trader miteinander verbinden, um am Ende die Profits, die Gewinne zu teilen. Und 65% der Gewinne gehen an den Investor, 20% der Gewinne gehen an Affiliates, welche Vertrieb machen für die Peak DeFi-Plattform. Das kannst theoretisch auch du sein, da komme ich gleich noch drauf. Und 15% geht als Gewinngebühr oder als Gewinnanteil an die Manager. Und ich gucke mal kurz in die Kommentare rein. Da steht erstmal nichts Großartiges. Dann kann ich weitermachen. Genau. Vergleichen wir mal einen traditionellen Fonds mit einem DeFi, mit einem dezentralisierten Fonds. Leider ist die Folie alles auf Englisch. Ich habe die Präsentation leider nicht auf Deutsch, aber ich werde das übersetzen. Also auch wenn dein Englisch nicht so gut ist, keine Sorge, ich gehe alles Schritt für Schritt durch. Der größte Unterschied von den beiden Anlagekategorien, sage ich mal, ist, ein traditioneller Hedgefonds, der über eine Bank läuft, über eine Börse läuft, über eine Institution läuft, der ist zentral. Es geht meistens um einen Fondsmanager, einen Fondsvorstand und die entscheiden, wer kann dann am Ende bei diesem Fonds investieren und wer kann nicht investieren. Sprich, es ist zentralisiert und eine Einheit, also eine Person oder eine Institution steht dahinter. Bei einem dezentralen Fonds ist das nicht der Fall. Der ist auf einem Smart Contract programmiert, der ist auf der Blockchain hochgeladen. Und somit kann jeder mit diesem Smart Contract interagieren. Da gibt es keine Grenzen im Sinne von, wer kann dann teilnehmen. Aber es gibt auch keine Entität, die sagen kann, was genau bestimmt wird. Mehr oder weniger, da kommen wir gleich noch drauf zu. Und beim traditionellen Hedgefonds, wenn du da erstmal investieren möchtest, dann musst du meistens eine große Gebühr bezahlen. So eine Bearbeitungsgebühr, dass du überhaupt dein Geld in diese Anlageklasse investieren darfst, zum Beispiel. Bei einem performancebasierten Fund gibt es das nicht. Die einzigen Gebühren, die du zahlst, ist die Gebühr, wenn du deine Anteile kaufst und du deine Anteile auf deine Wallet bekommst. Also du am Ende sozusagen deine Assets under Management auf deine Wallet bekommst, damit du auch nur Zugriff darauf hast. Dafür musst du eine Netzwerk-Transaktionsgebühr bezahlen. Die ist im Moment aber auch nicht so hoch. Also sprechen wir von wenigen Dollar. Und das ist unabhängig, wie viel du investierst. Ob du jetzt 100 Dollar investierst oder ob du sagst, du möchtest 50.000 Dollar investieren. Die Gebühr ist am Ende die gleiche. So, dann bei einem traditionellen Hedgefonds hast du meistens immer eine spezielle Trading-Strategie. Beim dezentralisierten Fonds gibt es verschiedene Trading-Strategien, weil es verschiedene Trader gibt. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und beim traditionellen Hedgefonds ist es sehr untransparent. Es gibt wenig Transparenz über die ganzen verschiedenen Trades, die gemacht werden. Du siehst am Ende nur die Performance. Du kriegst wahrscheinlich einen Report, wo sie sagen, sie haben ungefähr das und das gemacht. Sie werden dir aber niemals sagen, was genau sie getradet haben und was genau sie gemacht haben. Währenddessen du bei einem dezentralen Fonds alles auf der Blockchain einsehen kannst. Du kannst dir den Smart Contract auf der Blockchain anschauen mit einem Block Explorer und dann kannst du dir jede einzelne Transaktion anschauen und genau nachvollziehen, was haben die Trader gekauft, zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Preis, was haben sie verkauft. Theoretisch könntest du alles, was die Trader traden, auch nachtraden sozusagen. Aber da müsstest du ja immer den ganzen Smart Contract beobachten, deswegen haben wir uns die entspanntere Möglichkeit ausgesucht. Du kaufst dir Share-Fonds-Anteile und lehnst dich entspannt zurück. Generell gibt es auch beim traditionellen Fonds immer eine höhere Gebührenstruktur, wegen einfach der ganzen Bürokratie, wegen den ganzen Angestellten, wegen den ganzen Lizenzen. Und bei einem DeFi-Fonds ist das alles sehr automatisiert, denn es gibt keine Institution, mit der du interagierst, denn als
Kunde musst du dich nicht irgendwo anmelden, du musst nicht deine E-Mail-Adresse angeben, du musst nicht dein Passwort angeben, sondern du besitzt deine Krypto-Wallet, zum Beispiel eine PeakDeFi-Wallet auf dem Smartphone, von uns die PeakDeFi-Wallet oder auch MetaMask oder eine andere Wallet, welche eine dezentrale App-Konnektivität besitzt, sprich, dass du dich mit einer D-App, wie es die PeakDeFi-Plattform ist, verbinden kannst. Und dann am Ende verbindest du dich mit deiner Wallet direkt mit der Plattform, interagierst mit der Plattform, zahlst Gelder ein, zahlst Gelder aus mit der Plattform auf deine Wallet direkt, ohne dass das vorher noch an irgendeinen Mittelsmann geht, ohne dass irgendwer kontrolliert, wer du überhaupt bist. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Wie ich es aber persönlich sage, was ich sehr schätze, ein dezentraler Fonds, dem ist es egal, ob du schwarz bist, weiß bist, grün bist, blau bist, egal was für eine Hautfarbe du hast, egal welche Religion du hast, ein Smart Contract wird mit jedem interagieren, denn es ist ein Code, der kennt keine Vorurteile, so wie wir Menschen das haben. Und bei einem traditionellen Hedgefonds könnte es auch sein, dass bestimmte Länder, bestimmte Religionen, bestimmte Berufsgruppen einfach ausgeschlossen sind, weil man sagt, mit dem möchte man nicht zusammenarbeiten. Ein Smart Contract kennt sowas nicht, der arbeitet mit jedem zusammen. So, das ist natürlich noch die Frage, Jonas, das, was du erzählst, ist ja alles schön und gut, aber wie kann ich mir denn auch sicherstellen, dass ihr keine Hintertüren eingebaut habt in den Smart Contract, dass ihr mit meinem Geld nicht einfach abhauen könnt? Und diese Frage finde ich sehr wichtig und die Frage ist auch wichtig und die Frage muss auch geklärt werden und auch direkt am Anfang geklärt werden. Und da sage ich nur QuantStamp. QuantStamp ist einer der größten Blockchain-Security-Unternehmen weltweit. Die arbeiten mit Siemens zusammen, die arbeiten mit Binance zusammen, die arbeiten mit den größten Firmen innerhalb der Kryptowelt zusammen und auditieren diese. Sprich, sie stellen sicher, dass der Code auch richtig ist. Sie überprüfen den Code und schauen sich den Code genau an und schauen, ob da irgendwelche Hintertüren eingebaut sind. Und dieser Report von diesem Code, der wird dann öffentlich hochgeladen und ist öffentlich einsehbar für alle Mitglieder, sodass man dann überprüfen kann, dass der Smart Contract auch richtig funktioniert, so wie er funktionieren soll. Und diesen Report, den kannst du dir auch selber anschauen. Den zeige ich gleich noch. Nach der Präsentation zeige ich dir mal die Webseite, dann zeige ich auch den Report. Und den kannst du dir selber anschauen, den Report. Und dann kannst du dann schauen, ob das alles so stimmt, was wir denn auch erzählen und was wir denn auch präsentieren. Genau. Als Nutzer, als Kunde, Nutzer, als Mitglied, als Community-Mitglied, wie man sich selbst auch beschreiben möchte, kannst du bei PeakDeFi in drei verschiedenen Kategorien verdienen. Also peakdefi.com ist die Webseite. Das ist der DeFi-Fund. Dort gibt es am Ende drei Investitionsmöglichkeiten und drei Möglichkeiten, wie du ein Einkommen generieren kannst. Zum Ersten gibt es die Möglichkeit zu investieren. Das ist das Invest in den DeFi-Fonds, in den PeakDeFi Global Fonds, über den ich gerade eben gesprochen habe. Die zweite Möglichkeit ist das sogenannte Staking. Staking ist ein Prozess, wo du eine Kryptowährung einschließt. Du stakest sie, du stapelst die und schließt sie ein. Und dafür bekommst du eine bestimmte Gebühr oder keine Gebühr, dafür bekommst du eine bestimmte Belohnung, einen Reward. Und wir haben bei uns auf der Plattform ein sogenanntes Peak Staking, sprich, du kannst die Kryptowährung Peak nehmen, kannst diese auf der Plattform einschließen, zwischen 10 und 1000 Tagen, zwischen 10 und 1 Million Peak. Und dann kriegst du dafür eine Belohnung. Und diese Belohnung ist garantiert auch wieder durch einen Smart Contract. Und diese Belohnung ist bis zu 80% im Jahr. Ja, du hast richtig gehört. Du kannst hier durch das Peak Staking 80% Rendite, kann man das schon fast nennen, pro Jahr bekommen. Wenn du 1000 Peak hast und du setzt sie für 1000 Tage ins Staking rein, dann bekommst du auf die 1000 Tage im Durchschnitt ungefähr knapp 80% an Rewards. Und solange du sie eingeschlossen hast, bekommst du diese Rewards und am Ende der Laufzeit bekommst du die Rewards, aber auch deine eingesetzten Peak natürlich zurück, weil du hast sie ja nur eingeschlossen. Und das Ganze ist durch einen Smart Contract gesichert. Das bedeutet, selbst wenn die Webseite peakdefi.com abgeschaltet werden würde, würdest du trotzdem noch die Möglichkeit haben, an deine Coins ranzukommen. Ich habe kurz auf die Kommentare geschaut. Die Fragen beantworte ich am Ende von dem Webinar, weil das sonst das ein wenig unterbrechen würde. Also, selbst wenn wir die Webseite pdefi.com abschalten würden, könntest du ja mit dem Smart Contract, welcher auf der Blockchain hochgeladen wurde, welcher dort auch nie wieder löschbar ist, weil niemand kann die Blockchain löschen, selbst dann könntest du mit dem Smart Contract interagieren. Du könntest halt
einen Programmierer anheuern, der dir genau sagt, wie die Transaktion aussehen muss, die du dem Smart Contract schickst als Befehl, damit du dann am Ende deine Coins wiederbekommst. Und das ist das Schöne daran, dass selbst wenn wir sagen würden, ja, Peak DeFi, das hat alles nicht funktioniert und in 5 Jahren möchtest du dann trotzdem noch mal dein Geld wieder haben oder in 1.000 Tagen, sage ich mal, dann kannst du das machen, ohne dass du uns brauchst, weil das Ganze dezentral ist, weil es auf der Blockchain programmiert ist. Und falls du die Blockchain-Technologie noch nicht genug kennst und du nicht genau weißt, wie die Blockchain-Technologie funktioniert, dann geh am besten mal zu MarketPeak, unsere Education-Plattform, schau dir da ein paar Videos an, wo du ein bisschen was über die Blockchain-Technologie lernen kannst und auch wie das Ganze aufgebaut ist mit der Dezentralisierung von den Nodes, von den Minern etc. pp. Und dann wirst du auch verstehen, wie cool das eigentlich ist, dass man heutzutage Geld anlegen kann, einmal in den Peak DeFi-Fonds, dann aber auch durch das Staking und das alles durch Smart Contracts gesichert ist, wo Menschen teilweise unnötig wären, so nach dem Motto, oder der menschliche Einfluss, der menschliche Faktor, das menschliche Risiko rausgenommen werden kann. Genau. Aber back to topic, zurück zum Thema. Die dritte Möglichkeit, wie du bei Peak DeFi Geld verdienen kannst, ist mit Provisionen. Ganz einfach, Provisionen. Wir haben gesagt, ein schönes Vertriebsmodell für die Peak DeFi Plattform ist das Word of Mouth, sprich, dass du Mundpropaganda machst sozusagen, dass du Freunde, Bekannte, Geschäftspartner einlädst, auch bei Peak DeFi teilzunehmen. Wenn du also jetzt von jemandem eingeladen wurdest für dieses Webinar, dann am besten zu dieser Person am Ende gehen und sagen, hey, gib mir mal deinen Link, damit ich mich über deinen Link bei der Peak DeFi Plattform anmelden kann oder mich connecten kann über deinen Link. Denn wenn du dich dazu entscheiden möchtest, Vertrieb zu machen für Peak DeFi, dann wirst du auch belohnt. Wir zahlen nämlich eine gewisse Provision aus auf verschiedenen Ebenen, bis zu 20%. Das heißt, wenn du jemanden ins Peak DeFi Staking bringst und derjenige staked, dann bekommst du von seinen Rewards oder von seinen Rewards prozentual etwas. Also er bekommt seine Rewards, du bekommst zusätzlich nochmal prozentual auf seine Rewards auch nochmal eine zusätzliche Belohnung. Das ist auch alles festkalkuliert im White Paper, da komme ich auch noch drauf zu. Sprich, es ist genau festkalkuliert, wie viele Rewards kann es geben, wie hoch können die sein, wann werden die ausgeschüttet, wann werden die nicht ausgeschüttet. Das gleiche auch für den Peak DeFi Fonds. Das ist alles festkalkuliert, also niemand bekommt einfach Geld fürs Nichtstun und das Geld wird auch nicht aus dem Nichts geschaffen in dem Sinne, sondern es ist vorher schon festgelegt, wer wann was bekommt, einfach damit das auch transparent ist und sicher ist. Genau. Kommen wir nochmal aufs Peak Staking zurück. Es gibt insgesamt hier steht eine Billion, weil es auf Englisch ist, also eine Milliarde. Es gibt eine Milliarde Peak Token, die fürs Staking bereitgestellt werden. Wir kommen gleich noch aufs White Paper und auf die Token Distribution, also auf die Verteilung der Peak Token zurück. Und eine Milliarde Peak-Token sind bereitgestellt für das Peak-Staking. Wir haben attraktive Rewards, die am Anfang bis zu 83% pro Jahr waren. Mittlerweile sind es nur noch 80% pro Jahr. Warum das weniger wird, erkläre ich euch noch. Und das Staking ist auch notwendig für die Peak-DeFi-Manager, welche für den Fund traden möchten, da diese auch Peak-Token staken müssen, damit sie überhaupt Trades setzen können. Zeige ich euch aber gleich noch. Und in Zukunft wird es noch eine Art Protection Staking geben, welches dann für eventuelle Verluste beim Peak DeFi Fonds, den ich am Anfang erzählt habe, das kompensieren kann. Dazu kommen wir aber gleich noch. So, jetzt nochmal, weil auch schon einige Leute es gefragt hatten, mit dem Affiliates-Plan. Also, wenn jemand ins Staking geht und du hast ihn empfohlen, dann bekommst du 10% für diese Empfehlung. Sprich, wenn du deinen besten Freund zur Peak DeFi-Plattform holst und er staked Peak, dann bekommst du 10% seiner Rewards zusätzlich als Belohnung. Wenn dein bester Freund jemanden reinholt, dann bekommst du 4% und dann geht das auf 2, 1, 1, 1, 1, 0,5, 0,5. Diese Level werden freigeschaltet, wenn du selber eine gewisse Anzahl an Peak stakest. Sprich hier, für das erste Level musst du gar nicht staken, dann bekommst du schon die Provision. Wenn du das zweite Level freigeschaltet haben möchtest, dann musst du 2.000 Peak staken, hier musst du 4 bis zu 10.000 Peak, die du selber staken musst, damit du diese Level freigeschaltet bekommst. Jetzt sagen manche, ja, das ist doch hier voll das Vertriebssystem, Strukturvertrieb. Nein, es ist einfach nur eine Möglichkeit. Du kannst das machen, du musst aber niemanden für die Plattform gewinnen. Du kannst auch selber einfach nur die Plattform genießen als Investor und musst niemanden empfehlen. Du kannst das machen, wenn du ein zusätzliches Einkommen generieren möchtest, aber du musst das nicht. Niemand zwingt dich, irgendjemanden zur Plattform zu holen. Du kannst ganz normal investieren, du kannst deinen Peak anlegen, du kannst deine Gewinne rausholen. Deine Rewards, die kannst du selber für dich rausholen und kannst auch niemanden für die Plattform empfehlen. Und trotzdem wird alles funktionieren, denn das ist eine optionale Möglichkeit. Wir haben ein digitales Produkt, wo wir keine physischen Herstellungskosten haben. Also können wir auch hohe Provisionen ausschütten.
Würden wir jetzt jedes Mal etwas Physisches herstellen müssen, dann kann man natürlich nicht so hohe Provisionen ausschütten. Da es aber ein rein digitales Produkt ist, kann man bei digitalen Produkten hohe Provisionen ausschütten. Genau. Und wir haben auch noch überlegt, wir wollen ein kleines Bonusprogramm einführen. Und deshalb gibt es eine Art Rangbonussystem. Und zwar haben wir verschiedene Ränge, Karriereränge, die du erreichen kannst. Da gibt es den Newbie, den Rookie, den Intermediate, Advanced, Professional, Leader, Mentor und den Star. Und hier siehst du die jeweilige Belohnung in Form von Peak-Token in Höhe von USDC. Das klingt jetzt erstmal ziemlich kompliziert. Aber wie kannst du dir das vorstellen? Wenn du den Rang Newbie erreichst, dann bekommst du 100 USDC. USDC steht jetzt in dem Sinne für den US-Dollar auf als Coin, US-Dollar-Coin. Denn ein USDC ist ein Dollar wert auf der Ethereum-Blockchain, weil es ein ERC-20-Token ist, der USDC-Coin, oder der USD-Coin, USDC. Und dann bekommst du 100 Dollar in Form von Peak-Token, wenn du den Newbie erreichst. Dann bekommst du 300 Dollar, wenn du den Rookie erreichst, 600 Dollar. Das geht hoch bis zu 50.000 Dollar, die du als Belohnung bekommst. Nur als Belohnung zusätzlich zu den Provisionen, wenn du diesen Rang erreichst. Aber um diesen Rang zu erreichen, musst du schon einiges an direkten Umsatz haben. Hier unten steht genau, wie das aufgelistet ist, wie viel du da genau bekommen musst für die jeweiligen Ränge. Und hier ist aber wichtig, dass man da beachtet, die Ränge, um einen Rang zu erreichen, brauchst du einen gewissen Umsatz, zum Beispiel hier 250 DSV, Direct Sales Volume, aber auch zwei direkte Newbies. Also, selbst wenn du ein super Vertriebler bist, musst du deinem Team oder deinen Freunden ebenfalls helfen, dass die Ränge erreichen, damit du den höheren Rang erreichen kannst. Und diese Leute müssen auch direkt von dir kommen. Also es kann nicht sein, dass du deinen besten Freund einschreibst und der schreibt dann zwei, drei Leute ein und die erreichen einen Rang. Das zählt dann nicht für dich, sondern du musst diese Leute direkt zur Plattform gebracht haben. Und dann kannst du diese Ränge erreichen und dann kannst du auch die Belohnungen abgreifen. So, dann ist natürlich noch die Frage, ich habe wieder mal in die Kommentare reingeschaut. Entschuldigt bitte. Ich beantworte die Fragen später. War gerade eine interessante Frage, aber die beantworte ich später. So, kommen wir zu den Partnern und Protokollen, welche Peak DeFi nutzen. Wir haben uns natürlich überlegt, hey, wenn wir so eine coole Plattform erstellen, dann macht es ja Sinn, dass wir auf bestehende Größen im Krypto-Universum zurückgreifen und diese als unsere Kooperationspartner nutzen oder deren Protokolle nutzen. Und da haben wir einmal das Kyber Network fürs Trading. Wir haben das One-Inch-Protokoll für die dezentralen Exchanges. Wir haben The Graph für die API-Anbindung zwischen Blockchain und Webseite. Wir haben Uniswap als dezentrale Exchange nochmal zusammen. Und wir haben Compound als sogenanntes Leverage Trading für unsere Fondsmanager. Jetzt habe ich wieder viele Fachbegriffe benutzt, die dir eventuell gar nichts sagen. Also, Peak DeFi ist ein Smart Contract. Peak DeFi ist eine Webseite. Peak DeFi ist ein Projekt. Und Peak DeFi ist auch eine App auf dem Handy. Das sind ja, sag ich mal, zwei große Sachen. Einmal die Plattform, einmal die App. Und da haben wir uns überlegt, wir wollen einfach mit großen namhaften Protokollen aus der Kryptowelt zusammenarbeiten, die auch im dezentralen Finanzbereich tätig sind, weil es macht Sinn, dass man mit denen zusammenarbeitet, sich von denen bestimmte Protokolle holt, bestimmte Funktionen holt, damit man nicht alles von Grund auf selber programmieren muss und das Rad neu erfinden muss, sondern man baut am Ende sein System mit Hilfe von den anderen Protokollen auf und so ist es gang und gäbe in der Kryptowelt. Kyber Network ist zum Beispiel ein Netzwerk, wo man Trace absetzen kann. OneInch ist ein DEX-Aggregator. Die nennen sich nicht dezentrale Börse. Sie sind keine DEX, sondern sie sind ein DEX-Aggregator. Das heißt, sowas wie Check24, Vergleichsportal, Idealo für dezentrale Exchanges. Wenn du auf die OneInch-Webseite gehst, dann kannst du sagen, ich möchte die Kryptowährung A in Kryptowährung B tauschen auf diesem Netzwerk. Und OneInch wird dir dann den besten Preis über verschiedene dezentrale Börsen suchen, damit du dann am Ende diesen Trade durchführen kannst. The Graph ist eine Schnittstelle zwischen Blockchain und Webseite. Und zwar musst du dir vorstellen, wir haben die Peak DeFi Webseite. Die Peak DeFi Webseite ist aber eine ganz normale Webseite mit einem Webserver, sprich eine ganz normale Internet-Webseite. Und diese Webseite muss ja am Ende auch mit der Blockchain, mit der Ethereum-Blockchain oder mit der Binance Smart Chain beim Staking, muss diese Webseite ja kommunizieren. Wir müssen ja die Daten von der Blockchain abgreifen können und auf die Webseite anzeigen. Genauso, wenn du auf der Webseite ins Staking gehst oder dir die Assets kaufst, die Fundanteile, dann muss das ja wiederum auch übersetzt werden auf eine Blockchain-Interaktion, auf eine Blockchain-Transaktion.
und auf eine Ausführung der Smart Contracts. Und da nutzen wir The Graph. Und The Graph ist einfach ein Kryptoprojekt, welches darauf spezialisiert ist, Blockchain-Anwendungen auf Blockchains mittels API, also Computerschnittstelle, für Webseiten und Server bereitzustellen. Dann haben wir noch Uniswap. Uniswap ist so wie OneInch eine sehr große dezentrale Börse. Eigentlich kann man fast sagen, die größte dezentrale Börse. Und dann haben wir noch Compound. Und Compound ist für das sogenannte Hebeltrading. Denn erfahrene Trader, die wollen ja nicht nur, dass sie, sage ich mal, Bitcoin zu Ethereum tauschen, sondern die gehen dann in ein Hebeltrading rein. Das ist für erfahrene Trader. Ich persönlich mache das erstmal nicht. Würde ich auch dir erstmal nicht empfehlen. Wenn du dich damit auskennst, kannst du das natürlich machen. Da wäre dann Compound eine gute Plattform für. Genau, dann habe ich gesagt, wir kommen nochmal zurück auf die Peak Token Distribution. Und zwar auf die Verteilung von Peak Token. Da ja der Peak Token das Kernstück, sage ich mal, unseres Peak Ökosystems ist. Der Peak Token ist ja das Verbindungsstück zwischen Market Peak als Education Plattform, zwischen Peak DeFi Wallet und zwischen Peak DeFi Plattform. Und der Peak Token ist natürlich endlich. Es gibt nicht unendlich viele Peak Token, sondern die Peak Anzahl ist von vornherein begrenzt. Wir haben von vornherein festgelegt, wie viele Peak-Token wird es geben und wofür werden die entsprechenden Peak-Token-Anzahlen benutzt. Denn wir können ja nicht einfach, ja, mehr oder weniger, wir können ja nicht einfach unendlich viele Peak-Token erschaffen und sagen, ja, wir geben immer mehr Peak-Token raus, immer mehr Peak-Token raus, sondern es muss ja auch ein Sinn dahinter stehen. Es muss ja ein gesamtes Konzept dahinter stehen, eine Art Businessplan. Und die Peak-Distribution sieht wie folgt aus, dass wir gesagt haben, 50% aller Peak-Token werden über die Ethereum-Staking-Plattform, der Peak-DeFi-Plattform, ausgegeben. Vorhin habe ich ja gesagt, 1 Milliarde Peak-Token wird für das Staking bereitgestellt. So, am Ende sind es sogar ein bisschen mehr geworden. Es sind 1 Milliarde 150 Millionen, weil wir die Peak-DeFi-Plattform auf der Ethereum-Blockchain gelauncht haben. Dann sind die Gebühren zeitweise aber extrem hoch geworden. Also es war sehr, sehr teuer auf einmal in Staking zu gehen. Wo ich damals im Dezember ins Staking gegangen bin, da habe ich, glaube ich, ungefähr 17, 18 Dollar Gebühr bezahlt für den gesamten Staking-Prozess. Dann waren die Gebühren teilweise mal bei 200, 300 Dollar und das ist einfach viel zu viel. Und deswegen haben wir einen Teil der Peak DeFi Token genommen, haben die ein bisschen umverteilt, offiziell das überall auch angekündigt, vorher uns Feedback geholt und gesagt, ein Teil davon werden wir auf die Binance Smart Chain bringen. Sprich eine andere Blockchain, eine zweite Blockchain, die schneller und effektiver ist. Nicht ganz so dezentral, aber schneller und effektiver. Und deswegen haben wir jetzt 50% der Peak-Token, welche auf der Ethereum-Blockchain für Staking ausgegeben werden, 15% der Peak-Token, welche über die Binance Smart Chain, über das Staking der Binance Smart Chain ausgegeben werden, 10%, welche über Market Peak mit den Membership-Paketen ausgegeben werden. Das ist ja das, was 90% der Zuschauer jetzt vermutlich auch schon kennen und auch machen, dass sie Kunden bei Market Peak sind, und daher schon ein Membership-Paket haben und daher auch ihre Peak-Token bekommen haben. Sprich, deine Peak-Token sind natürlich schon vorher festgelegt, wo kommen die überhaupt her? Und die kommen halt zu 10%, wenn du auf Auszahlen klickst, Ethereum oder Binance Smart Chain auswählst, dann kannst du ja aussuchen, wie du es ausgezahlt haben möchtest. Und das tracken wir haargenau, wie viele Peak-Token überall ausgezahlt werden und wie viele auch mit den Membership-Paketen ausgegeben werden. Denn 10% aller Peak-Token werden über Market Peak als ETH-Token ausgegeben, also als ERC-20-Token. Und 8% werden als BEP20 Peak-Token auf der Binance Smart Chain von Market Peak ausgegeben. Dann haben wir noch ein paar Peak-Token, die für das Yield-Farming und für Liquidity auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben werden. Das kommt wahrscheinlich im Juli jetzt, das Yield-Farming, steht noch nicht ganz fest. Wir haben das durch den Marktcrash im Mai, der Mitte Mai war, haben wir das ein bisschen jetzt nach hinten verschoben, weil wir da natürlich einen guten Zeitraum abpassen wollen, dass auch viele Leute ins Yield-Farming und Liquidity-Mining dann auch reingehen. Und dann haben wir noch ein bisschen was für die Binance Smart Chain für das Yield Farming und natürlich auch noch einen Teil für die Founder und für das Team. Die sind aber noch eingefroren. Sprich, natürlich hat sich das Team auch eine gewisse Anzahl gesichert. Nicht, weil sie sagen, sie werden dadurch reich, sondern diese 10% sind immer eine Reserve, falls was mit dem Projekt nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Falls man zum Beispiel noch mehr Geld für Marketing bereitstellen muss, dann kann man einen Teil der Peak Token nehmen. Kann die dann an gewisse andere Projekte gehen und sagen, hier, du kriegst noch mal ein paar Peak-Token, dafür machst du mal Marketing für unsere Firma, für das Projekt, einfach, dass man noch eine kleine Reserve hat. Oder man sagt zum Beispiel, von den 10%, werden wir noch mal 2 oder 3% nehmen, werden die Market-Peak zur Verfügung stellen, dass man länger Membership-Pakete mit Peak-Token sozusagen ausgeben kann. Also deswegen gibt es immer 10%, welche fürs Team und die für die Founder reserviert sind, einfach, dass man auch so ein bisschen Flexibilität hat, weil, wenn du einen Token launchst auf der Blockchain, wenn du den sozusagen veröffentlichst,
dann musst du das ja vorher festlegen. Und so werden diese Peak-Token dann auch in Smart Contracts schon festgelegt und festgeschrieben. Sprich, diese 10% sind auf einer speziellen Adresse. Und das Team und die Founder können dann, ich meine, alle 6 Monate auf einen Teil zugreifen über einen Zeitraum von 5 Jahren. Also auch das Team und die Founder können nicht auf diese 10% sofort zugreifen, sondern auch erst über einen gewissen Zeitraum. Das macht man einfach, um eine Preisstabilität für das gesamte Ökosystem sicherzustellen. Wenn du mehr dazu erfahren willst, kannst du dir das White Paper anschauen, da komme ich dann gleich noch dazu. Dann ist natürlich noch die Frage, Jonas, jetzt hast du immer von dem Peak-Token erzählt. Kann ich den Peak-Token denn überhaupt kaufen oder verkaufen? Natürlich kannst du das. Du kannst den Peak-Token auf mittlerweile 8 Börsen verkaufen. Da steht 7, ich weiß, da fehlt aber eine Börse. Und zwar haben wir einmal Probit, eine zentrale Börse. Dann haben wir Uniswap, eine dezentrale Börse. Oneinch, eine dezentrale Börse. SushiSwap, eine dezentrale Börse. PancakeSwap, eine dezentrale Börse. Balancer, eine dezentrale Börse. Und Bbox, eine zentrale Börse. Und was fehlt? Richtig, BakerySwap. Wir haben noch BakerySwap. BakerySwap ist noch eine weitere dezentrale Börse, wo du den Peak-Token kaufen und auch verkaufen kannst. Eine dezentrale Börse ist auch wiederum ein Smart Contract mit Liquiditätspools, wo du bestimmte Assets gegeneinander tauschen kannst. Sprich, da verbindet bei diesem, auf der Seite hier, verbindest du dich auch mit deiner Wallet, führst den Trade durch und kriegst im Gegenzug direkt die Assets, die du haben möchtest. Bei diesen beiden Börsen, da ist das eine zentrale Börse, da musst du dich anmelden mit einer E-Mail-Adresse, mit einem Passwort, musst dich wahrscheinlich auch verifizieren, also dir zeigen, dass du ein echter Mensch bist, mit deinen Ausweisdaten, Rechnungsdaten, sowas alles. Und am Ende kannst du darüber aber dann auch Assets ertauschen, die du dann meistens auch in Euros oder in Dollar umwandeln kannst, um es dir am Ende auch wiederum auf dein Bankkonto zu überweisen, wie über eine andere Börse. Wir haben aber auch das Ziel, nicht nur diese kleineren zentralen Börsen zu nehmen oder dezentrale Börsen, sondern wir möchten es schaffen, bis zum Ende des Jahres auf einer sogenannten Tier-One-Exchange gelistet zu werden. Wir sagen, wir möchten, weil es ist leider nicht so einfach. Wir haben hier zum Beispiel auch den Namen OKEx stehen und ihr habt bestimmt schon sehr, sehr viel gehört von OKEx. Und das Problem ist, wir haben schon bereits Verträge unterschrieben mit OKEx. Wir haben Gelder angezahlt, also nicht wir, sondern unser CEO und das Projekt hat schon Gelder angezahlt für eine Listung vom Peak-Token bei OKEx. Aber leider ist OKEx nicht so zuverlässig, wie sie sein sollten. Und wir sind aktuell noch nicht gelistet. Wir sind im Kontakt mit denen. Jeden Tag schreiben wir mit denen, wann werden wir gelistet, wann werden wir gelistet. Aber es ist nicht so einfach. Wir haben auch schon über andere Kanäle versucht, einen Listing-Manager zu organisieren, der uns dann bei OKEx listet oder schaut mal, was er nachfragt. Der meinte so, hey, ich kann euch nicht helfen. Ihr steht schon auf der Warteliste der zu gelisteten Projekte, die jetzt bald gelistet werden sollen. Aber wann es am Ende stattfindet, können wir nicht sagen. Wir hoffen aber, dass wir noch auf weiteren Börsen, wie zum Beispiel Huobi, KuCoin, eventuell auch auf Binance aufmerksam werden, sodass wir den Peak-Token dann auch da listen können. Wir sehen das ganze Projekt Peak DeFi, Market Peak langfristig. Wir wollen das über die nächsten Jahre richtig groß aufbauen, immer mehr hinzufügen in die ganzen Projekte. Und da gehört natürlich auch eine Tier-One-Exchange auf jeden Fall dazu. So. Da ist die Frage, weil es auch mal wieder gefragt wurde, was kommt denn jetzt als nächstes? Als nächstes kommt Yield Farming für Peak Liquidität. Was das ist, kannst du dir auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Unser CTO Benjamin Bendig hat ein super Webinar über Yield Farming durchgeführt. Das Ganze müsste auch für alle Market Peak-Mitglieder ab All-In-Paket im Backoffice zu finden sein. Ansonsten einfach mal bei YouTube eingeben: Liquidity Mining und Yield Farming und Liquidity Mining. Und das war geplant für Juni 2021, also für diesen Monat. Wir haben es ein wenig nach hinten verschoben, weil durch den Marktcrash war das ganze Investitionsverhalten von den Leuten nicht so groß und du musst halt Liquidität bereitstellen, damit du am Ende einen Reward bekommst innerhalb eines kurzen Zeitraums. Und dazu haben wir gesagt, wir warten einfach bis Juli, wollen es sehr wahrscheinlich Mitte Juli bis Ende Juli launchen und danach das Protection Staking. Das ist auch schon alles soweit programmiert. Wir warten nur auf den richtigen Zeitpunkt, damit wir es dann nach und nach launchen können, damit es auch geordnet abläuft und es am Ende kein Chaos oder keine Verwirrung gibt. Und im dritten Quartal wollen wir dann noch einen sogenannten NFT-Index rausbringen, sprich eine weitere Möglichkeit, sein Geld anzulegen und sein Geld zu vermehren. Denn Peak DeFi mit dem Global Fonds ist nur der Anfang. Wir wollen immer mehr rausbringen. Zusätzlich wird es auch noch eine vierte Sache geben, das steht jetzt noch nicht drauf, und zwar eine Governance-Funktion, sogenannte Regierungsfunktion, eine Entscheidungsfunktion, wo man dann Peak-Token staken kann für Governance-Möglichkeiten, sage ich mal. Und zwar kann man dann später entscheiden, wie soll die Peak-DeFi-Plattform entwickelt werden, in welche Richtung soll die gehen,
Und dafür werden auch die Peak-Token genutzt am Ende mit der sogenannten Governance-Funktion. Das wird dann ein weiterer Use Case für den Peak-Token werden. So, jetzt habe ich mal den großen Teil, sage ich mal, der Präsentation abgearbeitet. Wir sind jetzt bei 35 Minuten, das passt. Dann zeige ich euch jetzt nochmal schnell die Webseite. So, hier haben wir die Webseite peakdefi.com, ganz normale Webseite. Du kannst dich verbinden mit der Plattform über die Peak DeFi Wallet und Wallet Connect, über MetaMask zum Beispiel. Und kannst dann ganz normal dich über die Binance Smart Chain oder über das Ethereum-Netzwerk verbinden. Ich muss jetzt mal ganz schnell schauen. Ich bin bei MetaMask gerade noch nicht angemeldet. Einen Moment. So, jetzt bin ich bei MetaMask angemeldet. Jetzt kann ich euch das auch gleich mal zeigen. Und zwar, wenn du dich mit der ETH-Blockchain verbindest, dann verbindest du dich mit MetaMask. Ich bin jetzt gerade mit meinem Staking-Account drin, sprich, ich habe einen separaten Account, wo ich meine Fundshares habe. Einfach sicherheitshalber habe ich einen Account mit den Fundshares, einen Account für Staking. Wie du jetzt gerade siehst, habe ich hier 53.000 Peak-Token im Staking drin, welche ich oder insgesamt, welche ich auf 1.000 Tage angelegt habe. Das waren 17.750 Peak-Token, welche ich für 1.000 Tage angelegt habe. Das Ganze habe ich im Dezember gemacht. Dessen sind jetzt noch 796 Tage übrig. Ich könnte mir jetzt 1.576 Peak-Token Rewards claimen, kriege insgesamt 35.000 Rewards und das ergibt dann 17.750 plus 35.000 ergibt es dann 53.309 Peak-Token, 1,9. Und dann wiederum gibt es aber natürlich auch den PDF vorne, kann ich mir auch anschauen. Aber wie gesagt, auf diesem Account habe ich keine Fundshares, weil ich die auf einem separaten Account habe. Wenn du aufs Portfolio klickst, dann kommst du auf die Startseite, da siehst du dann die verschiedenen Zahlen. Jetzt gerade sehe ich aber, dass das hier alles blank ist. Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Das sollte eigentlich nicht blank sein. Eigentlich müssen hier normalerweise die Zahlen belegt sein. Ich weiß gerade nicht, warum das bei mir nicht der Fall ist. Es kann sein, dass es da liegt, weil meine Internetverbindung gerade nicht die beste ist, weil ich gerade das YouTube live mache. Wir können mal versuchen, die Webseite zu aktualisieren. Normalerweise sollten dann nämlich die Zahlen sein. Jetzt sieht schon besser aus. Genau. Hier haben wir den Share Price. Der ist bei einem Dollar gestartet im Dezember. Jetzt sind wir bei 1,19 $. Und wenn du dich dazu entscheidest, dass du in den Peak DeFi Fonds, den ich am Anfang erklärt habe, wenn du da investieren möchtest, dann klickst du auf Buy. Dann suchst du aus, wie viel möchtest du investieren. Zum Beispiel 1.000 Dollar. Ne? Jetzt nimmt das bei mir nicht. Ah, okay, weil ich keine USDC available habe. In der Wallet kann ich euch das nicht mehr zeigen. Okay. Du würdest dir die Summe der USDC eingeben. Entweder kannst du mit USDC oder mit ETH, wie auch immer, kannst du dir aussuchen, was du hier am Ende investieren möchtest. Dann klickst du auf Buy Fundshares, dann öffnet sich eine Transaktion bei MetaMask oder bei der Peak DeFi Wallet, je nachdem, wie du dich damit verbindest. Und dann siehst du hier die Shares, die du bekommen möchtest, wie viel du genau bezahlen musst. Und dann am Ende kaufst du deine Fundshares. Und dann lässt du die für dich arbeiten. Und je nachdem, wie die Performance der Trader ist, werden diese Fundshares dann mehr wert sein oder weniger wert sein. Wenn wir auf die History schauen, dann sehen wir, dass im Dezember 2020 wurde 6% plus gemacht, im Januar 2,13%. Dann wurde leider im Februar mal ein schönes Minus gefahren, 10,65%. Dann gab es ein schönes Plus von 21,93%, wieder ein Plus, ein kleines Minus und jetzt aktuell sind wir wieder im Plus. Wie du siehst, insgesamt sind wir im Plus. Es gab leider aber auch mal im Minusmonat. Und jetzt kommt das Schöne. Ich habe es ja gerade eben schon mal angesprochen, das Protection Staking. Wir werden ein Protection Staking einführen, welches ein zusätzliches Staking ist, um im Falle eines Verlustmonats kompensiert zu werden. Sprich, das Protection Staking wird ein zusätzliches Staking sein und umso mehr Leute das staken, umso mehr Kapital kann man sichern, absichern sozusagen. Und falls es dann mal dazu kommen sollte, dass die Trader ein Minus erwirtschaften mit dem Fonds, dann wird das wiederum kompensiert durch das Protection Staking, sodass am Ende gar kein Minus für die Investoren entsteht und der Sharepreis sich nicht ändert, sondern stabil bleibt. Sprich, es ist eine Schutzfunktion, wie man den ganzen dezentralen Fonds einfach noch besser sichern kann und die Gelder der Investoren noch besser sichern kann. Ich habe euch ja auch gesagt, dass es ein Audit Contract gibt. Genau, da können wir mal gucken. Hier, geh auf bigdefi.com. Dann gehst du ganz nach unten hin. Da scrollst du ganz nach unten und dann siehst du Security Audits. Und wenn du da drauf klickst, dann kommst du auf den Audit Report von QuantStamp und da kannst du nachvollziehen ganz genau, was denn bemängelt wurde, was behoben wurde, wie es behoben wurde. Ganz normal kannst du alles genau nachvollziehen.
was mit unserem Smart Contract passiert ist, wie der Code ist. Also ich verstehe die Sprache nicht. Ich kann kein Coding, ich bin kein Coder, ich kann das nicht übersetzen, aber hier kannst du dir genau anschauen, was denn da passiert ist. Und damit kannst du sicherstellen, dass unser PDeFi Smart Contract auch der richtige ist und dass der auch richtig programmiert wurde. Wenn du dir das Ganze auf CoinMarketCap anschaust, dann kannst du das auch nochmal zusätzlich verifizieren, weil ich persönlich bin ein Freund von hoher Transparenz. Ich mag Transparenz. Ich möchte immer so transparent wie möglich sein. Und wenn du hier PDeFi eingibst, dann findest du unseren schönen Peak-Token. Und da findest du dann auch nochmal die Information hier, Audits. Einmal haben wir den Audit Report von Hacken.io und von Quantstem. Und wenn du darauf klickst, tschakka, kommst du wieder auf das gleiche Formular, was wir gerade eben schon gesehen haben, von Quantstem, der Audit Report, den du auch über die Plattform findest. Und somit kannst du doppelt verifizieren, dass das ein echtes Formular ist. Du kannst auch auf die Quantstem-Seite gehen, certificates.quantstem.com, kannst dann PDeFi in die Suchleiste eingeben und wirst auch zu diesem Security Assessment Certificate kommen. Sprich, du kannst auf drei verschiedenen Wegen nachvollziehen oder überprüfen, dass dieser Audit Report auch echt ist und dass unsere Plattform auch sicher programmiert wurde. Und somit hast du die Sicherheit, der Smart Contract an sich funktioniert, der Smart Contract wurde richtig programmiert, der Smart Contract wurde sicher programmiert. Durch das Protection Staking, Entschuldigung bitte, durch das Protection Staking kannst du auch sicher sein, dass wenn es mal Verluste geben sollte, dass diese kompensiert werden. Und ich sage immer, du kannst dein Geld bei der Bank anlegen oder du kannst dein Geld in Kryptowährungen anlegen. Kryptowährungen sind aber hochspekulativ und es ist auch ein sehr volatiler Markt. Du kannst mit Kryptowährungen Riesengewinne fahren, du kannst aber auch Verluste fahren mit Kryptowährungen. Bei unserem PeakDeFi-Fonds ist das Ganze etwas ruhiger. Und zwar darum, weil wir USDC nutzen. USDC als Stablecoin. Investierst du 1000 Dollar, dann bleiben diese 1000 Dollar 1000 Dollar, weil du den Sharepricer gekauft hast. Und egal, ob der Bitcoin hochgeht, ob der Bitcoin runtergeht, egal, ob Ethereum hochgeht, egal, ob Ethereum runtergeht, der Fonds an sich bleibt gleich. Was sich dann am Ende verändert, ist die Performance der Trader. Ob die gut traden oder schlecht traden. Leider waren sie in letzter Zeit relativ ruhig. Man sieht das hier, dass hier kaum Veränderung war. Daher haben die relativ wenig getradet. Dann haben sie mal ein kleines Plus gemacht, dann wieder ein kleineres Minus. Also wir schauen, dass wir da noch mehr Trader ranbekommen, dass der Fonds ein bisschen mehr Bewegung drin hat. Aber das Gute ist, dass das hier eine, ich würde sagen, eine konservative Anlageklasse ist. Mit natürlich einem höheren Risiko als vielleicht vergleichbar bei der Bank. Aber heutzutage ist man sich auch bei den Banken nicht mehr so sicher. Genau. Du kannst dann am Ende hier die ganzen Daten anschauen. Du kannst dir auch nochmal den Smart Contract auf der Blockchain anschauen. Sprich, du kannst dir auf die Fund Address gehen, dann wirst du zu Etherscan weitergeleitet. Etherscan ist der Blockchain Explorer für die Ethereum Blockchain, wo der Smart Contract von uns programmiert wurde oder wo der hochgeladen wurde. Dann kannst du dir hier die verschiedenen Transaktionen anschauen. Du kannst dir die ERC-20-Transaktionen anschauen. Dann siehst du hier zum Beispiel, dass etwas rausging. Und wenn etwas rausgeht, dann sind das immer die Trades von den Tradern. Das kannst du auch damit überprüfen, weil hier Reputation-Token sind. Und das ist ein schönes Beispiel. Wow. Jetzt haben wir mal Glück. Hier hat ein Trader etwas getradet und sein Trade ist anscheinend im Minus gelandet, weil wir haben natürlich Sicherheitsmechanismen eingefügt, dass wenn ein Trader eine schlechte Performance hinterlegt, dann werden seine Reputation-Token, die er als Poker-Chip sozusagen für seinen Trade gesetzt hat, weil er muss sich Reputation-Token mit seinem eigenen Geld kaufen. Und wenn der Trader einen Trade setzen möchte über die Plattform, der Trader, der registriert sich auch über die Plattform nicht als Investor und sieht nicht dieses Dashboard, sondern der hat das sogenannte Manager-Dashboard. Hier, das Manager-Dashboard. Und wenn er als Manager registriert ist, dann hat er hier eine andere Oberfläche und kann dann hier über die Trade setzen. Und wenn er diese Trade setzt, und er mit den Trades ein gewisses Minus fährt oder sozusagen seine Gelder verheizt, weil die Performance von dem Trade so schlecht ist, dann werden ihm diese Reputation-Token weggenommen und die werden dann hier geburnt. Und hier sieht man es zum Beispiel, dass ein Trade geschlossen wurde, es ist Geld reingekommen, aber zeitgleich wurden auch die Reputation-Token geburnt. Die sind ins Nirvana gegangen. Und das ist ein gutes Beispiel, weil normalerweise werden diese Reputation-Token nämlich nicht geburnt, sondern normalerweise gehen sie raus, kommen sie wieder rein. Aber sie werden normalerweise nicht geburnt. Da sieht man, dass dieser Trader wahrscheinlich einen schlechten Trade gesetzt hat. Und dadurch kann man sehen, dass dann die Reputation-Token geburnt wurden. Und das ist ein schöner Mechanismus von unserer PDeFi-Plattform. Wir haben nämlich auch das sogenannte Gitbook. Das Gitbook mache ich mal hier auf. Das Gitbook ist eine Art Handbuch für Investoren, aber auch für Fondsmanager. Das ist pdefi.gitbook.io/pdefi. Den Link findest du auch auf der
PicDeFi-Webseite ganz unten, wenn du PicDeFi.com aufmachst. Ne? PicDeFi.com. Wenn du das aufmachst, dann findest du hier ganz unten das sogenannte Help Center. Und da findest du dann das Gitbook. Und das ist das sogenannte Handbuch. Und da findest du alle Informationen über das Staking nochmal, die ganzen Formeln, wie genau das berechnet wird mit den ganzen Rewards, dieses den Bigger Bonus, Early Bonus, Longer Bonus, Early Factor Manage, den Total Reward. Aber du findest auch alle Informationen über das Manager-Dashboard und wann Manager, Fondsmanager, also Trader, auch belohnt werden oder auch bestraft werden. Denn mit jedem einzelnen Trade, den die Trader absetzen, kriegen sie entweder mehr Reputation-Token wieder oder sie kriegen weniger Reputation-Token wieder als das, was sie eingesetzt haben. Das ist einfach ein Schutzmechanismus, dass der PicDeFi-Fonds immer die besten Trader belohnt und die besten Trader mehr Assets an Management haben, damit die auch mehr Geld zur Verfügung haben und hoffentlich eine bessere Performance für den gesamten Fonds sozusagen an den Tag legen. Und die schlechten Trader, die werden rausgeschmissen, verlieren ihr Geld, was sie bezahlt haben, um sich Reputation Token zu kaufen. Sie verlieren also teilweise auch ihr eigenes Geld, weil ihre Performance einfach nicht gut genug war. Und das ist anscheinend dann hier passiert, weil das habe ich vorher noch nicht gesehen, aber das wird hier passiert sein, dass er eine schlechte Performance abgelegt hat und dadurch die Reputation Token geburnt wurden. Genau. Somit kannst du auf der PicDeFi-Plattform staken. Du kannst ins Staking gehen, da kannst du auch einfach sagen, stake Peak. Dann gibst du die jeweiligen Peak-Token ein, die du staken möchtest. Ich habe jetzt auf der Wallet, auf der Ethereum-Blockchain gerade, was sind das? 68 Peak, also damit könnte ich nicht staken, weil du musst mindestens 10 Peak staken für mindestens 10 Tage. Steht auch hier genau. Dann gibst du das ein, dann siehst du deine Sponsoradresse, dann kriegst du den Referral-Bonus von 3%, sondern dann das Cashback, die verschiedenen Rewards. Und hier würde man jetzt bei 70% pro Jahr rauskommen. Wenn ich da mal zum Beispiel 10.000 nehme, dann wären das schon ein bisschen mehr. Und bei 1.000 Tage und dann hier bei 10 Peak wären 70%. Und bei 10.000 Peak wären schon ein bisschen mehr, aber nicht viel, sondern es ist eher die Tage, die sich verändern, die entscheiden, wie stark sich dieser Bonus verändert, sage ich mal. Die Menge der Peak ist nur ein kleiner Faktor, das ist der Bigger Bonus. Genau, und dann kannst du Peak DeFi staken, Peak Token staken, den Fonds anlegen und mit der Plattform interagieren. Und genau, weil ich jetzt vorhin noch nicht gezeigt habe, ich werde es hier mal disconnecten. Wenn du dich mit der Peak DeFi Plattform verbinden möchtest, dann gibt es keine Login-Daten, wie man es halt klassisch kennt, sondern du klickst auf ETH zum Beispiel und dann fragt er dich, mit was für einer Art Wallet möchtest du dich denn verbinden. Da kannst du zum Beispiel die Peak DeFi Wallet auf dem Handy nehmen, kannst Wallet Connect nehmen und dann dich via dem Wallet Connect auf der PDFA Wallet nehmen und dich einloggen. Oder aber du benutzt MetaMask oder Ethereum oder mit einer E-Mail Phone. Ich glaube, das ist deaktiviert. Manchmal muss ich mal nachfragen. Oder Portis zum Beispiel. Das kannst du nutzen, um dich mit der PicDeFi-Plattform zu verbinden. So, jetzt bin ich aber erstmal durch und kann mir jetzt mal die Fragen anschauen. So, schaue ich mal. Da war die Frage: Hat ein Smart Contract ein Verfallsdatum? Die Frage finde ich super interessant. Und nein, ein Smart Contract hat in dem Sinne kein Verfallsdatum. Denn ein Smart Contract ist ja ein intelligenter Vertrag und dieser intelligente Vertrag wird auf der Blockchain hochgeladen, gepublished. Also man sagt, der wurde published auf der Blockchain und somit ist er für immer auf der Blockchain verfügbar. Also dieser Contract vom PDFA ist jetzt für immer auf der Blockchain verfügbar und den kannst du auch nie wieder löschen. Du kannst aufhören, mit diesem Smart Contract zu interagieren, aber du kannst den niemals wieder löschen. Und wenn in diesem Code kein Verfallsdatum einprogrammiert wurde, dann gibt es auch kein Verfallsdatum. Und das wiederum kannst du dir auch schon, wenn du dir die Kommentare, den Contract anschaust und du das verstehen würdest, dann könntest du dir den kompletten Contract anschauen, dir das alles runtergeladen, den Code anschauen und da würdest du es dann sehen, ob da ein Verfallsdatum drin ist oder nicht. In unserem Fall gab es ja wiederum den Security Audit Report, der sicherstellt, dass es dafür kein Verfallsdatum gibt. Genau. Das Protection Staking bedeutet, dass das bereits laufende Staking nicht protected ist. Jein. Also das Staking an sich ist ein Smart Contract. Der PicDeFi-Fonds ist ein differenzierter Smart Contract. It's a different Smart Contract. Und das Staking ist garantiert, weil das ist ein geschlossener Smart Contract, der nur für Staking ist. Der PicDeFi-Fonds läuft auf einem separaten Smart Contract. Und das Protection Staking wird wiederum ein dritter Smart Contract sein, der wiederum den PicDeFi-Fonds schützt, aber nicht das normale Staking. Das normale Staking ist ein an sich geschlossener Prozess. Es wird beides auf der PicDeFi-Plattform angeboten, aber es läuft auf verschiedenen Prozessen. Also MetaMask.
Dann bin ich jetzt wieder verbunden. So, dann haben wir jetzt einmal das Staking. Das Staking läuft über einen Smart Contract und der Peak DeFi-Fonds läuft über einen verschiedenen Smart Contract. Wenn du dir das Gitbook anschaust, hier, dann kannst du ganz unten auf Contracts klicken und da siehst du die verschiedenen Smart Contracts, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da siehst du zum Beispiel auch den Peak DeFi Staking Smart Contract. Und der wiederum ist immer der gleiche und der ist an sich geschützt. Wenn du ins Staking gehst, sind deine Rewards geschützt mit Hilfe von diesem Smart Contract. Und das Protection Staking wird einfach nur den normalen Peak DeFi Fonds schützen. So. Wo findet man seinen Weiterempfehlungslink für Peak DeFi? Den findest du ganz normal hier unter Invite Friends. Wir haben da sogar noch einen kleinen Button mit hier, Get Dollars. Und da findest du dann deinen persönlichen Reflink. Welche Frage gibt es noch? Oder eben, sind das nicht Protokolle, nicht Börsen? Ich weiß gar nicht, wann du das gefragt hast mit deinem, sind das nicht Protokolle und nicht Börsen? Ich vermute mal, du meintest, wo ich die verschiedenen Protokolle und auch Börsen gezeigt habe. Je nachdem, was genau ich da gezeigt habe, waren es dann entweder ein Protokoll oder auch eine Börse, ja. Wo soll das Yield Farming stattfinden? Das Yield Farming wird auf Uniswap stattfinden und wenn du dann Liquidität auf Uniswap bereitstellst, dann kannst du auch ins Yield Farming gehen und kannst dann auch sogenannte Yield Farming Rewards von uns bekommen. Das wird für 30 Tage laufen. Da werden wir aber vorher nochmal gezielt Informationen an die Community rausgeben, auf Deutsch und auf Englisch, damit ihr euch das genau anschauen könnt und auch genau verstehen könnt, wie ihr beim Yield Farming partizipieren könnt, wo ihr Liquidität bereitstellen müsst, in welchem Liquiditätspaar ihr Be Liquidität bereitstellen müsst, wie ihr es genau machen könnt und damit ihr dann auch ins Yield Farming gehen könnt und die Rewards für das Yield Farming erhalten könnt. Geht bei Shares nur mit MetaMask World oder auch mit der Peak DeFi World? Das ist am Ende egal. Du musst dich ja nur mit der Plattform verbinden, über die verschiedenen Wallets, die ich gezeigt habe. Dann bist du ja verbunden, siehst du ja hier oben dann. Und dann gehst du auf Buy Shares und dann kannst du deine Fund Shares kaufen. Kaufen kannst du sie immer, also das ist komplett flexibel. Wir haben einen Rhythmus von 30 Tagen, 27 Tage Trading Cycle, 3 Tage Zwischenphase. Und kaufen kannst du immer. Verkaufen kannst du deine Anteile nur in den 3 Tagen Zwischenphase, damit die Trader immer 27 Tage gesichertes Kapital haben. Und dann innerhalb von 3 Tagen kannst du das verkaufen. Das kommunizieren wir auch. Dann kommt hier ein Sell-Button, dann kannst du deine Commissions claimen. Und kaufen kannst du aber zu jeder Zeit. Genau. So, jetzt sehe ich gerade keine weiteren Fragen mehr. Wenn ihr noch eine Frage habt, könnt ihr sehr gerne noch die Frage stellen. Ich überlege, was ich noch erzählen kann oder euch zeigen kann. Ich könnte euch noch das White Paper zeigen in der Zwischenzeit, falls keine Fragen mehr kommen. Das White Paper findest du natürlich auch wiederum auf der Webseite, wenn du halt auf der Webseite bist und du scrollst ganz nach unten. Dann findest du den Link zum White Paper. Und das White Paper ist sowas wie ein Businessplan. Das musst du dir so vorstellen wie ein Businessplan. Da findest du alle Informationen über das Peak DeFi Ökosystem, über die Peak DeFi App, über die Peak DeFi Plattform, über die Peak Distribution. Und da findest du einfach alle möglichen Informationen über das gesamte Peak DeFi Ökosystem, auch mit ganz vielen Disclaimer, weil wir am Ende nicht dafür verantwortlich sind, was mit deinem Geld passiert, etc. pp. Kryptowährungen sind ein sehr volatiler Markt. Die Informationen können manchmal nicht up to date sein. Alles sowas findest du ja auch als Disclaimer natürlich. Ganz am Anfang, da findest du aber noch unsere Vision. The vision of Peak DeFi is to enable everybody on the planet to grow their wealth, no matter what position they're in at the moment. We want to provide a decentralized investment gateway that is easy to use and accessible for millions of people to shape their future. Auf Deutsch, die Peak DeFi-Plattform wird von uns angeboten für jeden auf der Welt. Uns ist völlig egal, welche Religion du hast, aus welchem Land du kommst, was deine Berufsklasse ist, wie viel Geld du hast. Wenn du dich mit der Peak DeFi-Plattform verbinden möchtest, kannst du dich mit der Peak DeFi-Plattform verbinden. Du kannst deine Fondsanteile kaufen, kannst das Geld für dich arbeiten lassen und musst da, sage ich mal, keine speziellen Auflagen erfüllen, außer imstande sein, dich mit deiner Wallet, mit der Plattform zu verbinden. Das ist unsere Vision und das hoffen wir, dass wir das noch weiter auf dieser Welt durchführen können und dass der Fonds wächst, dass die Trader hinzukommen, etc. pp. Wenn du weiter runter scrollst, findest du ganz viele Informationen, wie das genau alles nochmal programmiert ist, wie das genau funktioniert. Und du findest am Ende auch nochmal ein paar Informationen, weil dann ist ja natürlich die Frage, wer ist denn dieser Jonas, der ich jetzt die ganze Zeit vollgequatscht hat? Und zwar findest du hier unten noch ein paar Informationen über das Team. Jetzt lädt er bei mir natürlich gerade wieder ein bisschen langsam. Schauen wir mal, ob wir die Folie finden. Und da findest du, genau, hier haben wir das.
Hier findest du Informationen über das Team. Da hast du es sehr gehackt. Das ist der CEO von Marketpeak. Das ist der Initiator von der Big-Liefer-Plattform. Dann hast du Benjamin Bendig. Er ist der Lead im Tech-Bereich. Also er ist unser Chef-Programmierer. Der guckt über alle Contracts nochmal drüber. Schaut, dass das alles seine Richtigkeit hat, dass die Programmierer richtig arbeiten. Dann hast du meine Wenigkeit, Jonas Mehrmuth. Ich bin Lead Social Media und PR. Das heißt, ich kümmere mich um die gesamte Kommunikation von Peak DeFi auf allen Social Media Kanälen. Schau, dass Presseartikel geschrieben werden, dass die up to date sind, dass sie die richtigen Informationen haben, etc. pp. Und kümmere mich auch um die Community und versuche die Community teilweise auch ein bisschen weiterzubilden. Und dann hast du auch nochmal den Ararat. Das ist unser Peak DeFi Plattform Programmierer. Sprich, er ist unser Solidity Engineer. Solidity ist die Programmiersprache von Ethereum, also die Coding-Sprache von Ethereum, nennt sich Solidity. Ararat ist unser Solidity-Programmierer, unser Peak-DeFi-Programmierer, mit dem stehe ich auch mal in Kontakt. Wenn du halt irgendwelche Probleme auf der Peak-DeFi-Plattform hast, irgendwelche Fehler findest, dann kommst du ja meistens damit zu mir. Und dann sage ich, hey Ararat, ein Kunde hat wieder was gesehen, schau das mal bitte an, und dann sagt er mir Bescheid, dann fixt er das, dann kommuniziere ich das mit allen Kunden, dass auch wir die Transparenz haben. Genau, dann haben wir noch Oksana, das ist unsere iOS-Developerin, sprich von der Peak-DeFi-App für den iOS-Bereich. Dann haben wir noch Dennis Roman, das ist unser Android-Developer, und mit dem beiden bin ich auch immer in Kontakt. Wenn ihr irgendwelche Fehler auf der Peak-DeFi-App habt, dann kommen die beiden ins Spiel, dann sage ich den Jungs Bescheid oder dem Team Bescheid, wir haben auch ein Mädel dabei oder Mädels, dann sage ich denen Bescheid und dann kümmern die sich darum, dass die Fehler behoben werden. Das findest du alles im White Paper, da findest du auch unsere Roadmap, was wir alles noch so vorhaben, da findest du auch nochmal die verschiedenen Contracts, genau, und die ganzen verschiedenen Quellen dazu. Es gibt auch noch verschiedene Webseiten wie DeppRadar, Depp.com, wo du auch Informationen über PDF herausfinden kannst. Du kannst auf CoinMarketCap dir nochmal verschiedene Informationen anschauen über das PDF-System. Du kannst dir die Contracts anschauen auf der Binance Smart Chain, auf der Ethereum-Blockchain und so weiter und so fort. So, schauen wir mal. Minimum Amount zum Kaufen eines Shares gibt es nicht. Ich habe Probleme, bei PDFI reinzukommen. Bei Wallet Connect wird mir angezeigt, dass mein QR-Code invalid ist. Ich habe extra noch ein anderes Handy gekauft, aber das Problem ist immer noch da. Darauf habe ich jetzt erstmal pauschal keine Antwort. Meistens ist das der Fall, wenn du innerhalb der PDFI-Wallet noch das falsche System hast. Du hast zum Beispiel Ethereum ausgewählt auf der PDFI-Wallet und versuchst dann, dich auf der Plattform mit Binance Smart Chain zu verbinden. Dann meistens kommt das. Du musst halt hier auf Ethereum klicken. Dann sagst du Wallet Connect. Dann gehst du in deine Plattform rein, in deine App rein. Dann gehst du oben auf Wallet Connect. Dann scannst du den QR-Code und dann kannst du dich verbinden. Und normalerweise sollte das funktionieren. Wenn du damit jetzt immer noch Probleme hast und es bei dir wirklich einfach nicht funktionieren möchte, kannst du gerne auf mich zukommen. Dann kannst du in der deutschen Telegram-Gruppe schreiben von Marketpeak oder auch in der Peak-DeFi-Gruppe. Und dann werden wir mal schauen, ob wir dein Problem lösen können. Jetzt während des Livestreams ist es natürlich ein bisschen schwierig zu lösen. So, ich sehe aktuell keine weiteren Fragen mehr. Wir haben jetzt eine Stunde rum. Ich denke mal, jetzt habe ich eure Zeit genug in Anspruch genommen. Ich hoffe, ihr konntet einiges lernen über die PDFA-Plattform. Ich beende mal meine Bildschirmübertragung. So, ich hoffe, du konntest einiges oder ihr konntet einiges mitnehmen über die PDFA-Plattform und ich konnte einige Fragen aus dem Weg räumen und ein bisschen den Horizont erweitern, was mit der PDFA-Plattform alles möglich ist und was dahinter steckt. Wir haben viel Arbeit reingesteckt, werden noch sehr, sehr viel mehr Arbeit reinstecken. Wir haben vor, das richtig, richtig groß aufzuziehen. Deswegen werdet ihr auf jeden Fall noch viel, viel mehr vom Peak DeFi hören, vom Marketpeak hören. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend, eine schöne restliche Woche. Genießt das kommende Wochenende. Ich hoffe, das Unwetter ist bei euch im deutschsprachigen Raum nicht so schlimm oder dass es euch gut geht. Und dann beende ich den Livestream und wünsche euch einfach noch einen schönen Abend. Macht's gut. So, der Stream müsste beendet sein, aber ich glaube, er läuft noch weiter. Er lässt sich